So, liebe Leute, und da geht es auch schon weiter. Dieses Mal mit einem Brief, den wir bekommen haben. Ich glaube, das war der hier. Sie haben es tatsächlich gewagt. Unsere Monarchie wieder gestürzt. Wir müssen alle Geheimnisse sicher verstecken. Wir haben unseren Phonographen benutzt, wichtige Hinweise für unsere Gefolgsleute zu hinterlassen. Wir hoffen, dass niemand unser Doppelleben entdeckt. The fuck, Doppelleben? Noch eine seltsame Auskerbung. Lass mich raten, brauchen wir da vielleicht einen eckigen Rubin? Phonographen-Wachsweize. Na, sowas habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Eine Phonograph-Wachswalze. Im Prinzip ist das der Vorläufer zur Schallplatte. Und wie spielt man so eine Walze ab? Mit dem Phonographen natürlich. Ich werde mein Institut anweisen, dass sie mir dringend einen per Kurier schicken sollen. Dann können wir uns morgen anhören, was auf dieser Walze verborgen ist. So lange werden wir uns gedulden müssen. Okay, das ist ein interessantes Versteck hier so mitten im Kronleuchter oder hier in diesem Teil, was es hier schon ist. Mit dem Bildschirm, was nicht. Ich werde mal ein Foto an Billing schicken. Vielleicht kann er ja was rausfinden. Okay, wir machen wieder ein Selfie. Knips. So. Ich mag die Kamerafunktion, die ist irgendwie cool. Absperrpfosten. Wozu brauchen wir denn Absperrpfosten? Was zum Geier? Okay. Ich verstehe schon. Ist hier noch irgendwas Schönes? Irgendwas an den Kronleuchtern oder so? An den Fenstern, den Bänken? Ah, da. Natürlich ein Wimmelbild. Mal sehen. Munition, Streichhölzer, Füller, Königmedaille, Pistole, Goldmünze, Schlüssel, Silbermünze, Kartenstück, Perlenkette und Bolzen. Da ist ein... Was ist denn das? Es ist ein Kristall, aber wo gehört er hin? Warten wir noch mal kurz. Kann man den beiseite schieben? Da ist ein Ring. Ist das irgendwie wichtig? Faunfeder. Da ist ein Schlüssel. Perlenkette. Bolzen. Das waren die Bolzen? Okay, das ist die Münze. Das ist die Goldmünze. Das sind die Streichhölzer. Was brauchen wir denn noch hier Schönes? Da ist die Pistole. Das ist irgendwie so ein Face. Mal sehen. Da ist der Füller. Interessant getarnt hier. Mal sehen, Munition, Königmedaille. Das ist die Medaille. Munition. Königmedaille. Das ist die Silbermünze. Tja, das ist der König. Ach, der König als Karte. Ach so. Okay, gut. Was sieht denn hier wie Munition aus? Was ist das hier für ein Teil? Wo muss das hin? Muss das hier irgendwo rein? Weil das ist so ein kleines leuchtendes Etwas. Aber wo gehört das denn hin? Das ist ja kurios hier. Mal sehen. Ist hier vielleicht eine Aussparung? Dülü, hier wird doch nicht umsonst uns das Inventar angeboten, oder? Warte mal, ich gehe nochmal mit der UV-Lampe rüber. Vielleicht sehe ich hier irgendwas, was wir eigentlich nicht sehen sollten. Ha, nee, sieht nicht danach aus. Kann man mit den Dingen noch irgendwas machen? Kamera, aber das brauchen wir ja gerade nicht. Haben wir irgendwas dabei? Siegerring mit Löwenkopf. Scherbenteil. Zange, Schraubenzieher. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist gar nicht mehr so einfach hier. So, sorry, Pipolinos. Es war eine kurze Pause meinerseits. Durch eine kleine Störung.
Ich bin jetzt wieder voll dabei und suche Munition und ein Kartenstück. Munition. Munition kann ja nicht so schwer sein. Okay, ist ein Schlüssel. Was gibt es für Munition? Es gibt Bolzen, es gibt Pfeile, es gibt Patronen, es gibt... Ja, Zeugs. Ah! Eine Patrone. Okay, Munition. So. Jetzt haben wir nur noch das Kartenstück. Aber hier sieht nicht so wirklich wie eine Karte aus. Und das Einzige, was wir bewegen können, ist dieses komische Teil hier. Wo ich keinen Schimmer habe, wo das rein soll. Soll das hier rein? Bei der Uhr? Was soll man denn damit hin? Auf die Rase. Nicht auf die Rose. Vielleicht irgendwo hier am Rand. Ah! Da oben! Dieser Penner! Yay, wir haben eine Karte. 4 von 5. Ja, okay, hier ist irgendwie so ein Kaffeefleck. Das sieht auch sehr schick aus hier. Okay, wir wissen immer noch Wald. Gut. Denn weiter ist hier nichts. Oh, halt, was ist hier los? Lass uns das Bild... Lass uns das Bild weiter untersuchen. UV-Lampe. Oh, was steht da? Scorpio. Aries. Capricornus. Libra. Oder auch für alle, die es nicht wissen, die Sternzeichen Skorpion, Widder, Steinbock und Waage. So. Pulver? Nee, kein Pulver. Machen wir mal ein Foto. Kein Foto? Oh, come on. Warum darf ich nie ein Foto machen? Ist hier noch was anderes? Bin ich blind? Nee, das sind ja nur die. Aber... Lass uns das Bild weiter untersuchen. Hab ich doch gerade gemacht. Und hier, ich kann auch nichts anklicken. Was kann ich denn hier noch machen? Die Walze. Das Bild einstampfen. Okay. Dietrich? So geht das nicht. Aufschrauben. Aufzwängen. Okay, also... Wir merken uns einfach mal Scorpio, Aries, Capricornus, Libra. Das war, glaube ich, die Sachen für die Küche, oder? Oder ist das eine neue Kombi? Ich merke mir jetzt mal die Anfangsbuchstaben. Sackel. Okay, Leute, wir merken uns Sackel. Weil ich da anscheinend nicht mehr machen kann. Was hier? Dahinter befindet sich das Gemäßkarte der Thronsaal. Ja? Und warum können wir da nicht rein? Ich möchte gerne da reingehen. Das wäre voll cool. Oder müssen wir das erstmal absperren? Anscheinend nicht. Hm. Na gut, dann gehen wir erstmal wieder. Wir sind hier nicht erwünscht. Wo können wir denn noch hin? Ja, da waren wir doch gerade drin im Sängersaal. Was haben wir denn hier noch? Wir gehen mal weiter gucken. Vielleicht finden wir ja noch irgendwo was. Was wir zufällig übersehen haben. Da können wir noch nicht rein. Gucken wir uns erstmal um hier. Okay, wir können gerade nichts mehr hacken. Wir können hier nichts einsammeln. Wir haben hier grundsätzlich nichts mehr. Siegerring mit Löwenkopf. Ganz lustig. Huh, jetzt habe ich rausgeklickt. Entschuldigung. Ist hier sonst noch... Hallo! Du Penner! So, warte mal. Ist hier sonst noch irgendwo irgendwas? Hm. Ne, ansonsten... Oh, Alter. Diese Switch-Steuerung hier, ne? Das ist echt... Okay, also wir stellen fest, wir können hier wirklich nichts mehr machen. Dann müssen wir ja irgendwas im Sängersaal machen. Aber was... Da können wir nicht rein. Da haben wir gerade gemacht. Ansonsten ist hier noch dieses Ding. Ja, lass uns das Bild weiter untersuchen.
Gut, dann machen wir jetzt hier mal einen auf Ratemann mit Rosenthal. Okay, das nicht. Sarah, ich habe weitere Informationen für... Klappe. Das war einfach nur die Karte, da war auch nichts Besonderes. Mit der Scherbe aufschneiden. Hier, vollbröseln. Okay, Siegering. Irgendwas drauf machen. Brief von Ludwig. Herr Dollmann, wir sind... Nee, hier irgendwas draufdrucken. Aufstoßen. Warum geht das alles nicht? Ich will irgendwas kaputt machen. Oh, halt, warte mal, was war das? Achso, hier waren nur Türchen. Hä? Klemmt etwas Goldenes an der Kerze? Klemmt da etwas Goldenes an der Kerze? Schraubenzieher rausheben. Das muss ich anders verwenden. Mit der Zange. Was? Ein Goldschlüssel. Ein kleiner Goldschlüssel. Wo können wir denn einen Goldschlüssel gebrauchen? Das ist ja auch mal kurios hier. Habe ich noch was übersehen? Ich gucke noch ein zweites Mal. Ich bin da gerne ein bisschen... Okay. Und wir können es auch wirklich nicht fotografieren. Gar nichts davon. Ach, auf einmal. Die olle Tuse, weißt du? Immer diese Perfektion. Aber wo brauchen wir denn jetzt einen Goldschlüssel? Wo brauchen wir einen goldenen Schlüssel? Wir haben hier keine Tür. Du brauchst ein Schwert. Brauchst du einen Goldschlüssel? Ich nehme an, dass das jetzt nicht die Tür ist. Ist das die Tür, zufällig? Hier kann man irgendwie grundsätzlich nicht rein, was ich irgendwie merkwürdig finde. Wer weiß, was dahinter ist? Mal sehen, ansonsten haben wir jetzt auch nichts. Wie traurig. Also hier hatten wir auch... Hä? Wo gibt's denn hier was mit einem Goldschlüssel? Damit komme ich ja jetzt gerade überhaupt nicht klar. Wir haben hier ja nicht mal eine Truhe oder sowas. Ich bin jetzt gerade ein bisschen hardcore verwirrt, liebe Leute. Ich weiß jetzt nicht ganz, was die von mir wollen. Aber okay. Hä? Oder war hier doch noch was und ich bin einfach nur gerade zu dumm? Hallo, liebe Leute. Alle lieben Mirko. Hä, war hier noch... Kann ich hier noch auf irgendetwas klicken? Auf irgendwas, wo ich nicht aufgepasst habe? Kann ich grundsätzlich gerade irgendwas machen? Müssen wir es aufschließen? Nee, ich wollte gerade sagen, da ist doch auf. Hä? Okay, warte. Irgendwas sollen wir hier machen, aber ich weiß jetzt gerade nicht was. Gibt's hier vorne noch irgendwas anzuklicken? Bin ich gerade ein bisschen dumm? Nö, hier kann ich einfach nur zurück. Da, warte mal, was war das gerade? Merken wir uns, ne? Okay, also du wechselst wieder mit denen. Da geht es jetzt wieder von vorne los. Aries wechselt mit... den da und Waage mit Steinbock. So. Okay, also jetzt schauen wir nochmal ganz genau hier hin. Hier brauchen wir alle roten. Sortieren wir erstmal so, das ist das most easiest ever. Das sieht ziemlich... Ich glaube, das gehört zum Steinbock. Das gehört zur Waage. Und das gehört zum Widder. Und das zum Steinbock, genau. So, oh cool, das sitzt schon halbwegs richtig. Nee, eben noch nicht. Jetzt geht das wieder mit den Strichen los. Diesmal achte ich auf die Striche. Hä? So. Okay, warte mal. Wo haben wir... Haben wir hier irgendwelche Einkerbungen? Da haben wir eine Einkerbung. Du musst da oben hin. Und du musst da hin. So. Sehr schön.
Jetzt ihr nochmal. Wo hast du denn hier was? Das erkenne ich hier gerade so schwer. Hier ist, glaube ich, was. Ja, doch, das sieht gut aus. Hier, Mis amigo, danke. Und die beiden nochmal. Gut. Und hier jetzt nochmal für die ganz Dummen. Hier ist ein ganz kleiner Strich. Was dann nicht alles in so ein Schloss drin ist, ne? Alter Falter. So. Klick. Hurra. Ein Scherbenteil. Genau das, was ich gesucht habe. Eigentlich nicht. 3 von 6. Na, da haben wir ja noch ein bisschen zusammen, liebe Leute. E-Mails. Von James Billington. Hallo Sarah. Unser Experte ist sich zu 99% sicher. Das Bild ist eine Fälschung. Man könne schon auf dem Foto eindeutig erkennen, dass die Farben eine leicht reflektierende Komponente enthalten. Derartige Farben sind aber erst seit ca. 1970 erhältlich. Sieht so aus, als wärst du auf einer heißen Spur. Viel Erfolg. James Billings, Herausgeber Fact and Fancy. Also ist das Bild da hinten ziemlich scheiße. Was wurde hier übermalt? Warum ausgerechnet diese Stelle? Und der Professor lässt mich nicht ausreden. Egal. Scheiß drauf. Atlas Notizen. Wahrscheinlich genau das, was wir gerade vor... Der heilige Gral? Im Gralsmythos laufen verschiedene Traditionen zusammen. Es handelt sich um eine Mischung aus keltischen, christlichen und orientalischen Sagen und Mythen. Alle Überlieferungen beschreiben den Gral als ein wundertätiges Gefäß in Form einer Schale, eines Kelchs oder eines Steines, Lapis. Lapis. Er soll Glückseligkeit, ewige Jugend und Speisen in unendlicher Fülle bieten. Es soll sich dabei nach christlicher Interpretation um die Schale handeln, mit der das Blut Christi bei seiner Kreuzigung aufgefangen wurde. Okay, aber warum hast du das jetzt gerade alles aufgeschrieben, Miss Amigo? Noch eine E-Mail von Historische Schlachtenflot. Sehr geehrte Frau Hamilton, die Scherbe, die Sie uns fotografisch übermittelt haben, hat in unserem Archiv zu heller Aufregung geführt. Es handelt sich um eine Vase, die jahrelang im Thronsaal von Schloss Neuschwanstein stand und seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen gilt. Senden Sie uns bitte umgehend die Originalteile, sobald es Ihre Zeit erlaubt. Mit freundlichen Grüßen, Elisabeth Minner, Archiv, Historisches Museum München. Historisches Museum München. Alles klar. Aha, die Analyse der Scherbe ist gerade eingetroffen. Es wird immer geheimnisvoller. Die Scherbe stammt von einer verschollen geglaubten Vase. Dann sollten wir uns am besten nach den anderen Teilen der Vase umschauen. Es kommt noch besser. Die Vase hatte zu Ludwigs Zeiten ihren festen Platz im Thronsaal. Ich habe mich schon gefragt, wann wir endlich dort landen würden. Und ich frage mich, was wir denn da gleich finden werden. Aber bevor es weitergeht, noch eine kurze Pause. Bis zum nächsten Mal.